Hi Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Teil Weibersmeerwasser kurz erklärt. Heute geht es sich um das Eingewöhnen neuer Tiere aus gegebenem Anlass. Mehr dazu gleich nach dem kurzen Intro. Bleibt dran! Ja Leute, ich war mal heute wieder auf Shoppingtour und ich bin endlich fündig geworden, habe meine planarienfressende Schnecke gefunden, weil ich hier die Problematik habe, dass ich A, Planarien habe und B, mein super tollen Phosphatabsorber nicht einsetzen kann, weil ich fast kein Phosphat mehr habe. Und zum Zweiten habe ich einen Alamanenfuchs endlich gefunden, der mir in der Größe zusagt. Und der so nebenbei in Anführungszeichen auch bezahlbar ist. So, jetzt sollte es ja grundsätzlich so sein, oder so wird es im Netz hier und da beschrieben, das Eingewöhnen von Tieren sollte so Pi mal Daumen 30 bis 50 oder anderthalb Stunden sollte das Thema durch sein. Ist in der Regel so, wenn die entsprechenden Werte eingehalten werden. Ich fahre hier in dem Becken eine PSU von 35. Entspricht ungefähr einer Dichte von 1.024 circa. Und der Adamantenfuchs, den habe ich in einem kleinen, relativ kleinen Shop gekauft. Der hatte eine PSU von 32 und das ist vollkommen okay. Da kann man über den entsprechenden Zeitraum gehen, ich sage es mal eine Stunde angleichen, dann ist das Thema durch. Bei der Schnecke, den habe ich bei einem, ich sage es mal, sehr großen Vertriebshandel hier oder sehr großen Einzelhandel hier bei uns im Bereich in Nordrhein-Westfalen gekauft. Und da war die Dichte bei 27 PSU. Also charmante 8 Punkte Differenz zu meiner Dichte, die ich fahre. So, nun ist es im Endeffekt so, dass wir die Tiere angleichen müssen auf die entsprechende Dichte beziehungsweise auch auf den, nach Möglichkeit auf den pH-Wert. Grundsätzlich ist es so, dass wir dafür unsere Geräte nach Möglichkeit eichen sollten und wir haben aber auch die Problematik, dass wir jetzt hier in so einer Tüte nicht so viel Wasser haben, dass wir zum Beispiel mit einer Spindel arbeiten könnten. Ich gehe dann hin und benutze hier ein einfaches Refraktometer. Und das stelle ich mir grundsätzlich selber ein. Da gibt es entweder hier von Fauna Marine habe ich jetzt hier eine Multireferenz oder von ATI gibt es auch eine Multireferenz. Ist eigentlich relativ egal. Damit kann man dieses Gerät einstellen. Ich blende euch jetzt mal das eingestellte Refraktometer ein. Und ihr seht, dass diese Skala, die ich da habe, relativ weit auseinandergezogen ist. Da solltet ihr beim Kauf darauf achten, dass die Skala nicht zu eng zusammen ist. Wird in der Regel in der Beschreibung auch eingeblendet. Und naja, ich habe mehrere Refrax schon gesehen, die auch von namhaften Herstellern vertrieben wurden und die eine sehr schmale Skala hatten. Und da ist das Ablesen natürlich pauschal gesagt beschissen. Dieses gute Ding hier zeige ich euch mal in die Kamera. Das habe ich bei einem namhaften Online-Vertriebshandel hier aus Amerika, beziehungsweise der jetzt ja auch in Deutschland tätig ist, erworben. War relativ günstig, ich glaube 14 Euro oder so. Nichts Wildes. Die entsprechende Testreferenz hier war dann schon etwas teurer. Die lag auch bei knapp 14 Euro für die 100 Milliliter. Bei ATI kriegt ihr für den gleichen Preis 1 Liter. Wobei hier allerdings ist dann auch noch Nitrat und Phosphat messbar. Also da muss man dann im Endeffekt gucken, was man braucht. Was ich dann auch noch teste und was wichtig ist, ist der pH-Wert. Ich habe hier ein pH-Meter und auch dieses muss relativ oft kontrolliert und nachjustiert werden. Da gibt es die entsprechenden Flüssigkeiten hier. Da habe ich zum Beispiel ein pH von 6,86
bei der entsprechenden Temperatur. Steht dann daneben. Ich werde dann dementsprechend noch ein Video zeigen, wie die entsprechenden Geräte kalibriert werden, damit ihr das auch mal seht. Und das mache ich auch regelmäßig und überprüfe meine Geräte. So, jetzt haben wir hier bei den beiden Tieren, ist es so, dass die Schnecke eine Salinität hatte von 27. Ich gehe grundsätzlich erstmal hin und hänge die mir hier oben ans Becken dran. Kann man aber auch unten im Technikbecken machen, um den Tieren weniger Stress zu gönnen, sage ich jetzt mal. Weil, okay, hinten im hinteren Bereich sitzt der Adamantenfuchs, der wird jetzt nicht belästigt. Es kann, wie gesagt, es kann sein, dass die entsprechenden Tiere, die jetzt schon im Becken sind, dann hinschwimmen und ich sag mal Stress machen, muss aber nicht sein. Ich habe sie jetzt hier abgelenkt, indem ich hier meine Futterklammer bestückt habe und die dementsprechenden hier vorne abgelenkt sind und der Fuchs da hinten in Ruhe, ich sage es mal, angeglichen werden kann. Ich achte grundsätzlich, wie gesagt, beim Angleichen auf zwei Werte, einmal auf die Salinität und einmal auf den pH-Wert. Die Salinität hier vorne war bei 27 und der pH-Wert war bei 8,4. So, die 8,4 habe ich hier auch im Becken, komischerweise gleicher pH-Wert. Aber die Salinität passte nicht. Also muss ich das Tier über eine längere Zeit angleichen, habe dafür einen Teil vom Wasser rausgenommen und gebe in regelmäßigen Abständen von 5 bis 10 Minuten immer schluckweise ein bisschen Wasser wieder hinzu. Das mache ich dann so lange, bis a) mein pH-Wert stimmt und b) meine Salinität stimmt. Mach das Ganze nicht zu schnell, gerade bei so extremen Unterschieden, wie es hier mit der Schnecke war, mit einer Salinitätsdifferenz von 8 Punkten. Da muss man dementsprechend hingehen und das Ganze länger ziehen. Wie gesagt, das normale Angleichen kann innerhalb von 40 Minuten bis, ich sag jetzt mal, anderthalb Stunden ohne Probleme wie hinten bei dem Fuchs über die Bühne gehen und dann passt das. So. Ja, beim Angleichen gibt es natürlich auch mehrere Mittel, Möglichkeiten und Wege. Wie gesagt, ich gehe hin und hänge die einfach hier oben ein. A hat das den Hintergrund, ich habe die Tiere im Blick. Zum Zweiten, die Temperatur wird konstant vernünftig angeglichen, was für mich ein sehr großer Faktor ist. Und zum Dritten, ich kann das Ganze hier oben sauber von Hand machen. Es gibt natürlich jetzt noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme entweder einen Schlauch, einen Tropfbesteck oder ein Infusionsbesteck oder sowas und lasse das Ganze in den Eimer reinlaufen, um, ich sag mal, die Tiere einzutropfen. Das gibt es auch, das kann man auch machen. Bin ich kein Freund von, weil es ist im Endeffekt, habe ich die Tiere dann außerhalb des Beckens oder müsste sie dann im Technikbecken einhängen. Das ist natürlich auch noch eine Variante. Da ist es im Endeffekt jedem selber überlassen, wie er das Ganze dann durchziehen möchte. Ja, ich mache jetzt hier noch kurz weiter und sobald ich die Tiere angeglichen habe, zeige ich euch noch die Bilder, wie sie ins Becken bei mir entlassen werden. Und wir sehen uns dann zum nächsten Vipers Meerwasser kurz erklärt oder zu einer Produktvorstellung oder zum Tagebucheintrag. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen da. Seid ihr neu auf dem Kanal hier? Abonniert ihn bitte, macht die Glocke an, dann seht ihr auch wieder, wenn ich was raushaue. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Viper.